Hallo, ihr Querlinge. Jax, der Ex-Alp, die Bestie von Xagor, ist unterwegs auf Nahrungsmittelsuche für die Kleriker im Auftrag von Martha und hat hier in der Tat einige Vagabunden gefunden, die sehr freundlich sind und hat hier für einen größeren Betrag Elex einen Code für ein Vorratslager bekommen. Und irgendwie stinkt die Sache doch, oder? Stinkt sie nicht? Wer weiß schon. Hier. Nicht vergessen, es war gut, unsere Vorräte vor unseren alten Freunden und anderen Langfingern abzusichern. Leider habe ich abermals die Codes vergessen, um an unsere Vorräte zu kommen. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, mir die Verantwortung dafür zu übertragen. 2 Tage haben wir gehungert, obwohl die Lebensmittel nur eine Armeslänge entfernt lagen. Ich musste extra einen Typen anheuern, der uns die Dinger geknackt hat. Den Zugriff und die neuen Codes waren mir die Sache aber wert. Denn ich sterbe lieber mit einem vollen Magen, als langsam dahin zu siechen. Zur Erinnerung, 9981175814555. Welcher Code zu welcher Einheit gehört, habe ich zwar wieder vergessen, aber so viel Auswahl gibt es ja nicht. PS, diese Notiz ist nur für mich bestimmt. Wenn du also nicht meinen Namen trägst und für ihn bezahlt hast, bist du entweder ein dreister Dieb oder hast mich auf dem Gewissen. In jedem Fall möge dir der Arsch auf Grundeis gehen. Aha, und wo ist das jetzt? Schließen? Nochmal. Ich muss die mir mal gerade aufschreiben. Da hätten wir also 9981. Kann sich kein Schwein merken. Zuallerletzt ich. 1758. Und was war das? 1455? Ja. Mhm. Gut. Erledigt. Wo sind jetzt diese ominösen Lager? Die müssen ja hier irgendwo in der Nähe sein. Macht ja sonst keinen Sinn. Das ist ein Vorratslager, aha. Backspace. Nochmal. 9981. Wird nicht stimmen. Das war nichts. Jo. Geht doch. Aha. 5 Überlebenspakete. Jetzt nehme ich den alles mit oder ab. Das ist ja irgendwie auch komisch. Oh, ich finde ein Kartenstück, das nächste. Da, mitten in Ignadon, finde ich das nächste Kartenstück. Das ist die Nummer. 11. Da wäre ein Vorratslager. Wo ist noch eins? Ich traue der ganzen Geschichte immer noch nicht. Du bist tot, richtig? Ja. Ja, das sind die Viecher, die sie umgehauen haben. Ja, eine ganze Menge Viecher. Und niemand nimmt das rohe Fleisch, das verstehe ich gar nicht. Naja, ich nehm's. Mit Trophäen 3 von 3 lohnt sich das. Nur die Erfahrungspunkte hätte ich eigentlich auch gern gehabt. Den Kampf allerdings nicht, gegen so viele Reißer, das ist doof. Ah, ihr solltet ihr unbedingt eure Befestigung erneuern. Das hier ist keine Hütte zu betreten. Da hinten, wo die beiden sind, ist bestimmt wieder so ein Vorratslager. Aber wo ist das letzte? Da ist ein Teleporter, den nehme ich auch gerade mal noch. Firmengelände Vulkan. Ach, ist auch hier. Infinite Skies. Das sieht nicht aus, als wäre hier ein Vorratslager. Oder sind da drin 2? Hm. Ach, da hinten ist noch ein Schuppen. Hier. Aber hier ist nur eine improvisierte Toilette. Ohne Klopapier. Nee, das ist das Klo. Das sag ich auch immer. Darf ich hier rein, oder dass ihr rummotzt? Darf ich? Das glaube ich nicht. Hier. 9981. Geht doch. Geldbündel, Zigarettenstange, 8 Überlebenspakete, eine unbrauchbare Verbandstasche.
Und ein kleiner blauer Stein. Ja. Und ja, hier, hier sind zwei tatsächlich. Das können Sie doch nicht machen. 1, 7, 5, 8, Enter. Geht doch. Wenn du das sagst. Goldner Kelch, 7 Pakete und 2 Metallschrott. Aha. Das ist doch ausgemachter Blödsinn. Keine Falle. Aber auf mich hört ja keiner. Keine Falle. Der war wirklich freundlich. Sagst du noch irgendwas? Dass ich, also ich werfe ihm jetzt nicht vor, dass er zu freundlich war. Das war ja ein absolut, also fairer Deal. Mehr als fair. Vor allen Dingen für die Kleriker, die jetzt wieder was zu beißen haben. Hort. Ich habe jetzt erstmal alle Questen erledigt. Jetzt und in der letzten Episode, die ich draußen vor der Tür zu erledigen hatte. Jetzt geht's mal zurück. Und dann werde ich mal schauen, wie die Dinge vorangehen. Und ich werde natürlich auch meinen Rundgang fortsetzen dann irgendwann. Xandra, hast du jetzt was für mich zu tun? Nö. Hast du nicht. Dann verteile ich mal meine milden Gaben und mache mich ja beliebt. Ja, schau nur her, du Akolyph, was ich jetzt gleich mache. Hier, guck. Vorzeugen. Hier, die benötigten Überlebenspakete. Du hast es tatsächlich geschafft. Jetzt kann ich endlich etwas Anständiges zu essen ausgeben. Aber sag, was hat man dafür von dir verlangt? Elexit, mehr wollten sie nicht. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht. Hier, das sind die letzten Einnahmen, die Kantine abgeworfen hat. Ich hoffe, sie decken wenigstens zum Teil deine Ausgaben. Naja, 117. Meine Ausgaben waren weitaus höher. Was ist mit dem Rest? Ich kann dir nur noch mit dem dienen, was ich selber zum Leben habe. Hier, mehr kann ich einfach nicht aufbringen. 24. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Immerhin. Ja, Elex verkauft die nicht, das wäre auch komisch. Das wäre auch wieder jedes RP. Oh, ich habe was? Ich habe nur noch 2.500. Ach ja, ich habe diese Waffen. Scheiße. Ich habe gar nicht mal so viel Elexit. Ja, ein Grund mehr, sie auszupressen. Okay, also. Das wäre Nummer 1. Dann kann ich zu Anna. Und ihr die kaputten KI-Chips geben, wenn ich Anna finde. Du bist nicht zum Beten hergekommen, richtig? Nur die Hoffnungslosen erflehen göttlichen Beistand. Und dein Gesicht spricht eine andere Sprache als die der Hoffnungslosigkeit. Also, wie dicht dran bin ich mit meiner Einschätzung? Du nervst mich gerade. Du liegst daneben. Wirklich? Du wärst nicht der Erste, der die Wahrheit nicht erkennen will. Weißt du, es hat einen Grund, warum ich das Gespräch mit dir suche. Du willst mich die nerven. Die meisten meiner Brüder und Schwestern belächeln meine Wissbegier, weil ich mich mit einfachen Antworten nicht zufrieden gebe. Darum honorieren sie es nicht, wenn ich versuche, hinter die Kulissen zu blicken, sondern belegen mich mit Verboten. Deshalb dachte ich, dass du mir vielleicht aus der Patsche helfen kannst. Mit anderen Worten, du bist die Hot-Tratsche. Du bist ziemlich direkt. Ja. Ein weiterer Grund, warum ich immer wieder in Schwierigkeiten gerate. Aber ich halte es lieber so, dass ich sage, was ich denke, als dass ich etwas unausgesprochen lasse. Darum würde ich es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du mir dein Ohr leihst. Mhm. Na gut. Schilder mir dein Problem. Hast du schon einmal vom Propheten Arvid gehört? Ja. Ich bin überrascht, aber sicher weißt du nur das Grundsätzliche. Worauf ich hinaus wollte, ist Folgendes. Ich möchte mehr über ihn wissen. Über sein Leben, sein Wirken, einfach alles. Aber lässt man mich die Schriften im Archiv studieren? Nein, rausgeworfen hat man mich. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, raten sie mir. Dabei kann die Zukunft nur geformt werden, wenn man die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit zieht. Du benötigst Zugang zum Archiv. Das wäre schön, aber nein. Mir wurde ein anderer Aufgabenbereich übertragen. Alles, was ich will, ist ein Exemplar von Arvids Lehren. Es müsste in gedruckter Form vorhanden sein, nur eben nicht für die Allgemeinheit zugänglich. Wenn ich das hätte, könnte ich meine Wissenslücken schließen. Nur dazu müsstest du es schaffen, dich ins Archiv zu mogeln. Habe ich hier?
Warum fragst du nicht, ob du im Archiv arbeiten kannst? Hey, die Idee ist gar nicht so schlecht. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Das Dumme ist nur, dass ich im Moment dort nicht auftauchen brauche. Mein Rausschmiss ist noch zu präsent in ihren Köpfen. Was ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist Folgendes. Ich bin mir sicher, ich kann aus den Aufzeichnungen Dinge entnehmen, die der gesamten Menschheit etwas nützen werden. Schließlich wäre es arrogant anzunehmen, dass alle Geheimnisse schon entschlüsselt wurden. Oder dein Glaube wird erschüttert, wenn du herausbekommst, was wirklich mit diesem komischen Propheten war. Und du erkennst, dass er mir dein ganzes Leben lang nur Märchen erzählt hat. Warum liegt das von dir gesuchte Buch nicht öffentlich aus? Weil wir Kalan im Gefecht und nicht in der Bücherstube dienen sollen. Nur ein privilegierter Teil von uns darf sich überhaupt intensiv mit seinen Lehren beschäftigen. Vielleicht fehlt uns ja wirklich die nötige Weitsicht, seine göttliche Botschaft zu verstehen. Aber das möchte ich für mich selbst erkennen, anstatt es ständig vorgekaut zu bekommen. Ja, das macht sie sympathisch. Gibt es irgendetwas, das ich über das Archiv wissen muss? Unsere Archivare versuchen dort allerlei Informationen aus den Stücken zu ziehen, die wir außerhalb des Hortes bergen konnten. Die Arbeit ist sehr zeitintensiv und wer nicht gerade ein Interesse an der Wissenschaft hat, braucht sich auch gar nicht auf ein Gespräch mit ihnen einzulassen. Sie mögen es gar nicht, wenn man sie in ihrer Arbeit stört. Wenn du dich also unbefugt im Archiv aufhältst, werden sie dich hinausschmeißen lassen. Ich hole dir das Buch aus dem Archiv. Danke. Ich kann es kaum erwarten, Seite für Seite zu verschlingen. Mission, Glaubensfrage. Irgendwelche Vorschläge, wie ich ins Archiv kommen kann? So wie ich das sehe, gibt es drei Möglichkeiten. Du könntest beobachten, wann Karl, die Archivwache, seinen Posten verlässt. Das kann natürlich ein paar Stunden Zeit kosten und ich selber habe noch nie mitbekommen, dass er seinen Posten verlassen hat. Vielleicht erfährst du es ja. Irgendwann muss er sich ja mal vom Fleck bewegen. Weiterhin könntest du erwägen, die Sicherheitskonsole zu manipulieren und deinen Namen auf die Zutrittsliste zu setzen. Die einfachste und naheliegendste Lösung ist, dass man zumindest den Rang eines Akolyten der Kleriker bekleidet. Aber du bist doch mindestens im Rang der Akolyten. Wieso darfst du denn dann nicht ins Archiv rein? Du hast doch vorhin noch gesagt, nur einige Auserwählte dürfen jetzt. Und jetzt behauptest du, dass jeder dahergelaufene Held, der zum Akolyten wird, da reingehen darf. Das ist doch Quatsch. Mal ehrlich, das ist doch totaler Quatsch. Option 3 ist völliger Quatsch. Na gut, Option 3 ignoriere ich deswegen, weil ich das für Quatsch halte. Ich suche erstmal Anna. Macht euch bereit auf das, was da. Anna! Denkst du? So, der kann nicht weit sein. Hier links irgendwo. Wahrscheinlich bin ich wieder mit der Kirche ums Dorf gelaufen, aber es ist der einzige Weg, den ich kenne. Oder auch nicht kenne. Ich bin doch hier irgendwo aus dieser Rüstkammer rausgekommen. Da ist sie, tatsächlich. Hi! Ich habe die KI-Chips der fehlerhaften Roboter. Du hast sie? Hervorragend. Her damit. Wie geht's den beiden Mechanikern? Einer von den beiden hat überlebt. Der andere hat es nicht geschafft. Naja, ist auch egal. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen nicht gehen. Die Hauptsache ist, dass ich die KI-Chips habe. Jetzt kann ich den Fehler finden und dafür sorgen, dass die Roboter hier im Hort nicht amok laufen. Hier hast du deine Bezahlung. Danke dafür. 200 Meter. Ist sie bereit, dafür zu zahlen? Und hier ist eine Anleitung. Speichern. Anleitung der mächtigen Energiespeicher gab es da. Genau da gab es die. Was ist da drin? Also, was sagt die mir aus? Anleitung. Da. Um einen mächtigen Energiespeicher zu erstellen, braucht man Eisenerz, reines Elex und Elektroschrott. Ah ja. Gut. Ah gut, hier liegt jetzt Kram rum. Den Rest lasse ich erstmal liegen. Klauen kann ich auch später noch hier. Jetzt wäre die Sache mit dem Archiv zu erledigen, glaube ich. Und die Sache mit diesem Elex-Schmuggel.
Deswegen gebe ich seine Queste nicht ab. Ich glaube, er stand auf der Liste der Verdächtigen, richtig? Mal gerade schauen. Das war die Queste. Zersetzende Kräfte. Nee, Oswald, Hagen und Siegfried. Hagen und Siegfried habe ich noch nicht gesprochen. Ich gebe dem Typen trotzdem erstmal seinen Kram nicht. Hinter Hintermänner mit O. Hintermänner. Ich kenne bisher nur Oswald. Ich kann mal Oswald anquatschen. Oder nicht? Ich mache erstmal die Sache mit dem Archiv. Das Archiv ist unter der Kathedrale gewesen. Und die Kathedrale ist hier oben, glaube ich. Wo kann man denn da die Sicherheitskonsole hacken? Darüber schweige ich mich aus. Wie geht denn das? Irgendwo gibt es doch da bestimmt ein Örtchen, wo man das machen kann. Geradeaus? Ne, da ist... Moment. Arvids Lehren. Sicherheitskonsole. Das ist das Ding, was südlich von mir ist. Also das da. Na dann. Aber die ist unter mir. Wieso ist sie denn unter mir? Da unten ruhen irgendwelche Leute oder Roboter laden sich auf. Wie komme ich da runter? Also an Karl vorbei ist schon klar, aber eigentlich will ich ja vorher an die Konsole, um an Karl vorbeizukommen und nicht umgedreht. Nicht so laut. Jetzt bin ich auf der richtigen Ebene. Aber da hinten komme ich ja nicht hin. Und hier hinten drin ist ja das Lavabecken. Stimmt's? Tastenchaos. Ja, das ist genau hier irgendwo. Ist hier, also da unten. Da komme ich ja... Das ist doch scheiße. Ich habe gerade ein Henne-Ei-Problem. Um an Karl vorbeizukommen... Muss ich an die Sicherheitskonsole. Aber um an die Sicherheitskonsole zu kommen, muss ich an Karl vorbei. Oder ist hier unten doch irgendwo ein Eingang gewesen? Hier irgendwo. Ist hier irgendein... Hier oben werden wir es schon regeln. Das sieht nicht so aus. Ne, hier ist kein Eingang. Das hier ist... Kann man nicht rein. Nee. Okay. Henne-Ei-Problem. Wie löse ich das? Da ist Karl. Halt! Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr? Wie oft willst du den Spruch noch wiederholen? Bis du begriffen hast, dass Unbefugte hier keinen Zutritt haben, bist du befugt, oder was hast du hier zu suchen? Grrr. Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan segne deinen Pfad. Du mich auch. Verlässt du eigentlich nie deinen Posten? Ich erlaube mir nur zu sehr später Stunde eine kurze Auszeit, um Kraft im Gebet zu schöpfen. Aber deinem Wunsch, Konversation zu betreiben, sollte damit Genüge getan sein. Geh nun. Grrr. Also da gibt es einen Weg nach unten, meiner Ansicht nach. Und unten ist die Konsole. Das ist ein Henne-Ei-Problem. Ich bleib dabei. Es muss ja irgendeine Möglichkeit geben. Ich meine, wenn ich an ihm vorbeischleichen kann, dann kann ich auch gleich unten bleiben. Da muss ich ja nicht noch die Konsole hacken. Das ist doch Quatsch. Also muss es doch noch einen anderen Weg darunter geben an die entsprechende Konsole. Oder der Questmarker ist falsch. Das kann auch sein. Das will ich nicht ausschließen. Ich müsste hier oben links herum, aber dann runter irgendwie. Aber das geht ja alles nicht. Hier kann man nicht runter. Scheiße.
Nö. Oh, hier ist... Ach, die sehe ich jetzt erst. Oh, ihr kommt mal auf die Liste. Schön, hier nochmal gewesen zu sein. Hat sich schon gelohnt. Werkbank, nee. Also, es hier unten hinten rumzulaufen, das ist total blödsinnig. Nee. Das muss anders gehen. Und ich habe keine Idee, wie. Im Zweifelsfall muss ich einfach warten, bis er seinen Posten verlässt. Zum Beispiel jetzt. Speichern. Ach, der ist jetzt da unten. Ich verstehe. Schleichst du etwa? Ja, ich schleiche, damit du mich nicht siehst, du Depp. Gibt's doch gar nicht. Der war noch da, der hat nur seine Runde gedreht. Okay, also der geht ab und zu mal runter. Ach, jetzt geht's zu beten. Ja, dann. Wie schön das zeitlich zusammenfällt. Es ist aber auch wirklich gerade Abend, glaube ich. Das ist doch nicht dein Ernst. Du kannst doch nicht hier vorne an der Stelle in diese Richtung gucken und sehen, dass ich da hinten schleiche. Das ist doch großer Quatsch. Nächster Versuch. Schleichst du etwa? Dann raste ich aus. Dann gibt es ja tot. Ist mir scheißegal. Es hat Karl seinen letzten Atemzug getan. Berühmte letzte Worte. Schleichst du etwa? So, jetzt weiß ich, dass da unten noch Leute schlafen irgendwo. Außer diese doofe Konsole. Ich muss hier rechts rum, glaube ich. Genau, der rechte gelbe Pöppel ist die Konsole. Ih, was machen die denn hier? Ja, die machen ja Forschung. Naja, ist ja gar nicht so doof eigentlich, aus ihrer Sicht. Leider komme ich hier nicht runter. Nochmal kurz schauen. Ach nee, die Sicherheitskonsole ist das Ding, was nah bei mir ist. Aber das ist wieder oben. Hä? Wie kann die jetzt über mir sein? Ich verstehe das nicht. Laut Weltkarte ist die Konsole das Ding, was da jetzt geradeaus wäre. Aber über mir. Wo ist denn diese Konsole? Ich fasse es nicht. Die gibt's gar nicht. Was sind so Momente da... Was? Wie? Zweifle ich an mir. Leg dich hin. Ja, Bauchschläfer. Ich glaube, ich glaube, es ist dieses Ding. Ich bin so blöd, die Konsole zu finden. Es tut mir leid. Manche einfachen Aufgaben, die stellen mich vor Rätsel, die ich nicht lösen kann. Naja, ich bin also nah, der gelbe Büppel da oben. Im Norden jetzt. Also gerade, nicht im Norden, geradeaus. Das ist das gesuchte Dokument. Dann kann ich auf dem Rausweg nochmal schauen, ob ich die Konsole finde. Wenn ich sie dann noch überhaupt hacken kann. Es kann sein, dass ich sie dann nicht mehr hacken kann. Und ich möchte hier ganz gerne noch ein paar Sachen einsammeln. Ich glaube, hier gibt es auch Rezepte und Anleitungen und so Kram. Vielleicht sogar ein paar seltenere Dinge. Und die Typen, die da hinten im Bett liegen, die arbeiten hier bestimmt. Und jetzt ist gerade Nacht, deswegen schlafen die da. Hier. Das ist es doch. Ganz prominent. Er legt zu Kalle an. Jetzt sollte ich einmal kurz die Brille wechseln. Da habe ich ein paar Dinge. Hinter mir nicht. Gib mir Rezepte für Antidoxid, das ist ja toll. Schrift zum Kalender, ja. Was ist das? Ein Foto? Ein Foto! Ich finde das nächste Foto im Archiv der Kleriker.
Die Piranha Bytes. Foto 19. Das ist ein Nebenraum. Ray, geh mir aus dem Weg. Ich wage nicht, hier nicht zu schleichen. Hinten dran ist ein Buch. Bericht eines Laborleiters. Abhandlung über Elex, das ist interessant. Und was noch? Kriegsgeschichte. So, da ist noch was. Das ist aber im Nachbarraum, habe ich den Eindruck. Was war das? Ah, da oben ist auch noch was. Ach, scheiße, so viel. Also, das ist im Nachbarraum. Ach, da ist eine Tür. Das macht das einfacher. Alles voller Unterlagen hier. Bericht eines Oberarztes 1. Ach, hier könnte die Konsole sein. Ah. Wenn jetzt das Dach von dem gelben Böppel weggeht. Jetzt. Nee, vergiss es. Es ist nicht die Konsole. Es ist irgendwas, aber nicht die Konsole. Das ist der Eingangsraum. Nee, dann gehe ich wieder zurück, bevor Karl wieder kommt. Ich habe hier unten noch was zu erledigen. Noch zwei, drei Dinge zu klauen. Gerade auch da in den Quartieren, wo diese Leute schlafen. Die Konsole bleibt mir ein Rätsel. Wahrscheinlich gibt es einen hell erleuchteten Weg dorthin. Und die Tür blinkt. Das sind riesengroße Pfeile, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Let's Player Blindheit. Ganz schlimm. Da ist noch was. Und zwar ein verbotenes Tagebuch. Mann, habe ich jetzt viel zu lesen. Ich habe übrigens eine Level abbekommen, jetzt irgendwann in der letzten oder vorletzten Episode. Das habe ich gesehen. Aber das macht mich gerade nicht so an, die Level-Ups, weil ich mir die Fähigkeitenpunkte aufspare. Denn irgendwann, wenn ich hier mal die Questen von Ignadon fertig habe, dann kann ich ja hoffentlich allen drei Fraktionen beitreten und dann werde ich mir eine Fraktion aussuchen. Und dann gibt es ja noch einen weiteren Fraktionsbaum mit Fähigkeiten. Oder so ein Fraktionsreiter mit Fähigkeiten. Die habe ich mir bisher nicht näher angeschaut, weil es ja sinnlos gewesen wäre, das zu tun. Und ich möchte auch nicht auf Basis der dort zu sehenden Talente die Entscheidung treffen. Das soll schon eine Rollenspielentscheidung sein. Und garantiert ist aber in dem Baum der Outlaws oder der Kleriker oder der Berserker irgendwas drin, was ich toll finde. Und dann kaufe ich das. Bericht eines Botanikers. Und da unten ist noch ein Buch. Wo war das denn? Scheiße. Ich speichere mal. Im Moment komme ich ja ganz gut zurecht, auch wenn es Ultra ist, aber mit dem 100 Schaden Bogen plus 30%, das geht schon. Dann kann man einen Start machen. Bericht eines Technikers. Was ist da? Da ist ein kleiner roter Stein. Kann ich den hier irgendwie? Nein, natürlich nicht. Den hätte ich aber gerne. Bleib bloß schlafen. Zu einfach. Hihihi. Für die Taschendiebschall-Errungenschaft war das gerade. Weil so oft bin ich ja nicht schleichenderweise in der Nähe eines Schlafenden. Und das hilft ja. Wenn die schlafen, kann man sie viel leichter beklauen. Nicht wie in Gothic 1, wo man Schlafende überhaupt nicht beklauen konnte. So, da unten ist nochmal irgendwo was gewesen. Wie komme ich denn da hin? Habe ich gar nicht gesehen. Ah, sehr spannend. Ich mache mal ein bisschen Tempo.
Bericht eines Oberarztes 2. Zu einfach. Zu einfach. Zu einfach. Und dreimal Taschendiebstahl. Sehr gut. Hey, du trittst auf ihr herum, das merkt sie doch. Gut, jetzt habe ich hoffentlich wirklich alles. Jetzt könnte ich nochmal versuchen, diese nicht auffindbare Sicherheitskonsole aufzuspüren. Jetzt ist sie nämlich über mir. Bin ich oben, ist sie unter mir. Bin ich unten, ist sie über mir. Das ist vollkommen unlogisch. Es muss irgendwo einen hell erleuchteten Abzweig geben. Von wegen blink, blink, blink. Hier lang zur Sicherheitskonsole. Gewehr, hier lang. Aber sehe ich nicht, bin ich blind. Kann man hier irgendwas machen mit dem Vieh? Nee. Aber schaut euch das mal an. Leise, leise, leise. Da oben ist auch noch was. Der Hammer rechts ist mir egal, aber da oben, das könnte noch was sein, was wichtig ist. Aber irgendwo hier ist ja auch dieser doofe Karl. Und hier nebenan ist das die Konsole, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Also, wie man da hinkommt. Hier ist keine Tür. Wo ist diese Konsole? Auf dieser Ebene ist die Konsole. Ich verstehe es nicht. Oder ist die da, wo Karl steht? Ah, hier. Ach, das ist die Konsole. Ja, guten Morgen. So, das sollte reichen. Okay, gut. Damit ich in Zukunft nochmal ins Archiv kann. Vielleicht kann man ja mit diesen Archivaren irgendwas machen noch. Gut. Alles klar. Ich habe die Sicherheitskonsole gefunden. Sogar ich habe es irgendwann gerafft, wo die ist. Ha! Gut. Oh, er steht auf und geht beten. Geht verbeten weg. Und er hat mich nicht gesehen. Er sollte sich mich gar nicht erst sehen, um dann eins und eins zusammen zählen. So. Liebe Quirlinge, das Video ist mehr als lang genug. Ich mache hier Schluss. Und geh mal irgendwo raus. Da. Jo, der Held wird sich ein kleines Eckchen suchen und mal die entsprechenden Bücher lesen, bevor er sie abgibt, zumindest das eine. Und die anderen sind auch sehr interessant. Und was da drin steht, das sehen wir gemeinsam im nächsten Teil. Bis dahin!